Für die FDP-Fraktion bekommt nun das Wort Frau Suding. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Seit mindestens 2 Jahren steigt die Zahl derjenigen, die bei uns Zuflucht vor Krieg, Terror und Vertreibung suchen. Seit mindestens 2 Jahren reden wir in der Bürgerschaft und in den Ausschüssen darüber, wie wir die immer größer werdende Zahl der Flüchtlinge unterbringen, versorgen und integrieren wollen. Nun spricht die SPD-Fraktion in ihrer heutigen Themenanmeldung davor, dass wir gemeinsam das schaffen. Das finde ich ist eine späte Erkenntnis. Bislang haben wir leider von diesem gemeinsam wenig gespürt. Meine Fraktion und auch andere Oppositionsfraktionen, wie ja auch der Beitrag von Katharina Fegebank hier gerade gezeigt hat, haben immer wieder viele Vorschläge gemacht, wie die Herausforderungen zu meistern sind. Darunter waren viele gute und praktikable Vorschläge. Andere waren vielleicht auch weniger zielführend. Aber alle wurden vom Senat und von der SPD-Fraktion schlicht und einfach abgelehnt. Und nun stehen Sie mit dem Rücken zur Wand, wie Sie selbst gesagt haben, Herr Senator Scheele. Doch anstatt daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, fällt Ihnen nichts Besseres ein, als bei der Unterbringung von Flüchtlingen im großen Umfang das Polizeirecht nach SOG anzuwenden. Damit, meine Damen und Herren, schaffen Sie aber erst recht Probleme, die am Ende möglicherweise nicht mehr zu kontrollieren sind. Hamburg ist eine weltoffene Stadt. Es ist eine gute, liberale und jahrhundertealte Tradition, Menschen aus aller Welt hier willkommen zu heißen. Diese Tradition müssen wir uns gemeinsam mehr denn je bewusst werden. Denn ohne die vielen Ehrenamtlichen und die Willkommenskultur der Hamburger könnte die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge in Hamburg nicht so gut funktionieren, wie es bislang der Fall ist. Und ich denke, wir alle wollen, dass das auch weiterhin so bleibt. Aber dafür müssen wir die Ehrenamtlichen und die Bürger vor Ort auch mitnehmen und sie müssen eingebunden werden. Das ist ganz wichtig, ganz zentral für den Erfolg einer erfolgreichen Unterbringung. Aber, meine Damen und Herren, Regelungen zur Gefahrenabwehr und zur Sicherung der öffentlichen Ordnung, also die Anwendung von Polizeirecht, die sind nicht geeignet, um die notwendige öffentliche Akzeptanz und eine breite Beteiligung bei der Unterbringung und der Integration von Flüchtlingen zu erhalten. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich nenne Ihnen 3 Punkte, warum. Erstens, die Anwendung von Polizeirecht und die eilige Errichtung von Notunterkünften ohne Beteiligung und Dialog mit Bürgern und Bezirkspolitikern wird Widerstand gegen ungeeignete Standorte hervorrufen. Zweitens, die Anwendung von Polizeirecht lässt das Unterlaufen wichtiger Standards im Baurecht, etwa beim Brandschutz, zu. Gerade aber da, wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben, ist das extrem gefährlich. Und drittens, die Anwendung von Polizeirecht wird den Gegnern einer offenen und humanitären Flüchtlingspolitik in die Hände spielen und Integration erschweren. Ich habe auch große Zweifel, ob die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften nach SOG vom Senat wirklich durchdacht ist. Kein Wort haben wir vom Senat bislang zu grundlegenden Fragen gehört. Für welchen Zeitraum sollen die nach Polizeirecht eingerichteten Unterkünfte denn unter Polizeirecht stehen? In welchem Zeitraum ist eine Überführung der Unterkünfte in reguläre Einrichtungen geplant, die den Standards des Baurechts und der Bauordnungsrecht genügen? Und wie wollen Sie denn mittel- und langfristig mit Einrichtungen umgehen, die nach geltendem Bauplanrecht unzulässig sind? Das sind viele Fragen, aber keine Antworten. Vielleicht hören wir gleich noch etwas dazu. Meine Damen und Herren, was aber stattdessen tun? Vorschläge liegen ja auf dem Tisch. Warum war es beispielsweise nicht möglich, die von uns geforderte private Wohnraumvermittlung endlich einzuführen? Der Senator selbst sprach kürzlich im Abendblatt von 400 privaten Hilfsangeboten. Eine zentrale Stelle aber, die diese Angebote koordiniert, die suchen wir bisher vergeblich. Und ich bin deshalb auch froh, dass Herr Dressel gestern auch auf Druck der Pastorin Dietlind Jochims zugesagt hat, dass diese Möglichkeit nun endlich auch einmal geprüft wird. Und warum ist es nicht möglich, mit dem Bund und oder der Bundeswehr über die Nutzung von Flächen zu verhandeln? Der erste Bürgermeister lässt doch keine Möglichkeit aus, seine Berliner Kontakte zu preisen. Hier wäre mal wirklich eine gute Möglichkeit, diese Kontakte auch einzusetzen.
Und warum ist es nicht möglich, mit den umliegenden Bundesländern, die sind ja allesamt SPD regiert, über die großen Herausforderungen zu sprechen? In den Flächenländern bieten sich doch anders als in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen größere Möglichkeiten. Es muss doch möglich sein, unter dem Ministerpräsidenten darüber zu sprechen. Meine Damen und Herren, unserer Auffassung nach führt kein Weg an der Beteiligung der Bezirke vorbei, um eine Akzeptanz in der Stadt zu erhalten und zu stärken. Ebenso dürfen die Mindeststandards und die menschenwürdige Unterbringung nicht ausgehöhlt werden. Beim Polizeirecht, wenn es angewendet wird, vorher müssen alle Mittel ausgeschöpft werden. Bisher war das erkennbar nicht der Fall. Wir werden trotzdem weiterhin konstruktiven Lösungen nicht entgegenstehen, auch weiterhin mithelfen. Vielen Dank.